So, dann fangen wir an. Wie immer anfeuchten. So, ich habe Farben vorbereitet. Schwarz, zwei Blautöne und Weiß. Weiß, Blau. Von unten nach oben oder umgekehrt. Nehmen ein bisschen Blau dazu. So zwischendrin machen wir Blaue. Weiß. Dunkle Farbe von oben nach unten. Etwas mit Schwarz sogar. Dunkle Farbe mit Schwarz. Alles gut zudecken. Genau. Jetzt nehmen wir nochmal Weiß. So, Hintergrund fast fertig. Und jetzt, ich nehme weiße Farbe und so ein Spachtel. Wer keine Spachtel hat, kann einfach Küchenmesser nehmen. Ich nehme weiße Farbe und teilweise ganz leichte drückende Bewegungen in verschiedene Richtungen mache ich diese abstrakten Spitzeffekte. Weiße Farbe. So, nach Lust und Laune, wo ihr wollt.
hier. Schaut gut aus. Genau. So, fangen wir jetzt mit Blumen. Nehmen so einen Pinsel. Flache. Und fangen an mit Blumen. Weiße Farbe. Mischen wir mit Blau. So ungefähr in Farbe. So. Sieht man schlecht, machen wir noch ein bisschen Schwarz dazu. So, einmal. Und hinein. Gut. Jetzt Pinsel sauber machen, abtupfen. Wir nehmen jetzt ein dünnere Pinsel, so eins. Schwarze Farbe. Und machen Stiele. Stiele machen wir so. Also das ist unten. So. Russische Musik. Geht immer gut bei meinen. Machen wir ein paar Stiele noch ohne Blüten. Das machen wir so kleine Knospen. So. Jetzt nehmen wir wieder Pinsel flache und gehen in weiße Farbe. Weiße Farbe. Bitte aufpassen mit weißer Farbe. Gehe wieder. Wir machen vordere Blumenteil. Weiße Farbe.
schaut jetzt so aus. Hier machen wir noch Knospen. Blau, dunkelblaue Farbe, genau. Wie immer, wir machen Stiele, etwas mit weißer Farbe, seitlich. Mit weißer Farbe, seitlich. So, jetzt machen wir mit schwarzer Farbe, deuten wir noch Mitte von Blümchen. Hier irgendwo war Mitte zu sehen. Ich weiß nicht, wie die heißen, blaue Mohnblumen oder Anemonen. Wir können auch ein paar Blättchen machen. Auch mit schwarzer Farbe. Weiße Farbe nochmal und oben jede Blümchen gehen von oben nochmal. Schauen wir Details. Noch nehmen wir dünne Pinsel, dünne, und mit dunkler Farbe, dunkelblau und dunkel und schwarz, machen wir noch hier. Unten jede Blümchen. So, Bild fast fertig.
Zum Schluss nehmen wir noch gelbe Farbe. Nehmen wir gelbe Farbe und in jede Mitte von Blümchen machen wir Punkte. Genau. Ich mache noch mit gelber Farbe am Stiel. Das ist wirklich Sonnenlicht. Teilweise. Kalte Farben, aber so ein paar gelbe Blicke. Immer gut. Hier ein bisschen Schatten. So, unser Bild ist fertig. Jetzt zeige ich nochmal Details. So schaut es aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Malen. Ciao, ciao, ciao.